Moin Leute, was geht? Willkommen zurück in Need for Speed Heat. Ich werde mir heute mal eine Frage stellen und die auch hoffentlich beantworten, die ich mir schon seit Beginn von Need for Speed Heat gefragt habe, aber ich habe es nie ausprobiert. Also machen wir aber heute. Und zwar habt ihr vielleicht schon gesehen, dass es hier sehr viel Auswahl an verschiedenen Nitro gibt, ja? Aber wir fangen mal hier vorne an. Was statt Standard Nitro, was man sicher zwangsweise in der Story kaufen muss. Ja, das kriegen wir hier einmal. Lass mal einfach erstmal weg, ja. Wir fangen mal hier bei Pro an. So, hier wird es nämlich interessant. Hier kriegen wir nämlich immer zwei Nitro-Flaschen, ja. Wir haben zweimal Pro, wir haben zweimal Super, zweimal Elite und wir haben auch zweimal Ultimativ. Allerdings habe ich gerade einen eingebaut. Warte mal, ich baue mal den Standard hier kurz ein. So, ne. Haben wir hier hinten auch zweimal Ultimativ. So, danke für deinen Twitch-Follow. Kuss geht raus. So, Frage ist jetzt, was ist eigentlich besser, ja? Entweder das oder das. Das oder das. Keine Ahnung, wir werden heute mal ausprobieren. Habe ich auch noch nie gemacht. Also der Sinn ist erstmal hier, vielleicht mal zum Grundverständnis, wer das vielleicht auch noch nicht wusste. Wir haben Sport, Pro, Super, Elite, Ultimativ. Und der Unterschied ist eigentlich, wie viele Nitro-Flaschen man hat oder wie viel Nitro man hat. Ja? Also bei Pro zum Beispiel haben wir zwei kleine Nitro-Flaschen mit jeweils 1,4 Kilo. Ja? Also 1,4 Kilo... ist jetzt nicht so klein, ne? Aber ist schon die kleinste Flasche hier. Ja, haben wir zwei Stück. Bei Super haben wir dann drei Stück davon. Bei Elite vier Stück davon. Und bei Ultimativ fünf Stück davon. Ich frage mich einfach, was ist besser? Lieber kleine Nitroflaschen zu nehmen oder eine große, ja? So, wir können mal hier kurz hier vergleichen, weil hier haben wir nämlich zum Beispiel fünf Stück von 1,4. Oder eine ultra heftige Flasche mit fast 7 Kilo, Digga. Also 7 Kilo ist schon krank, ne? Muss man sich mal vorstellen. 7 Kilo Wasserflasche oder so, mal als Vergleich. Schon heftig. Und wir werden jetzt einfach mal die beiden Ultimativen zum Vergleich nehmen, ja? Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Standard Nitro an, was ich immer eingebaut habe. Nämlich 5 mal 1,4. Das benutze ich nämlich immer. So, ich habe aber noch nie getestet, wie das große Nitro ist, ja? Wir fangen mal damit an. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an mit den kleinen Flaschen. Habe ich jetzt alle eingebaut. Ihr seht es ja unten bei der Tachoanzeige, sind jetzt 5 kleine Pullen, ne? Und wir fahren jetzt einfach mal random geradeaus, um einfach mal ein bisschen zu, ja, so einen Vergleich zu haben, aus dem Stand raus. Wir zünden, ich würde sagen, wir zünden die erste Pulle, auf 100 ist man schnell, ne? Ich glaube, wir zünden die erste Pulle mal einfach bei 100 und dann alle nacheinander und mal gucken, ja, wie weit wir kommen und was das für ein Gefühl gibt vom Boost her. Zack, 100. So, ich spamme jetzt einfach die ganze Zeit X, damit die schnell durchgehen. So, die letzte Flasche bringt uns ungefähr auf 360. Und die hat jetzt ziemlich genau bis zum Ende der Brücke gehalten, ne? So, jetzt einmal die fette Flasche eingebaut. Und lustigerweise sieht die Flasche einfach genauso aus wie eine kleine Flasche, ja? Also hätte man irgendwie auch mal ein bisschen anders gestalten können, weil das sieht einfach aus wie eine kleine, wie eine normale kleine Pulle. Egal, aus dem Stand nochmal raus und wir drücken wieder ab 100. Mal schauen, wie sich das anfühlt. Ich fahre jetzt wirklich zum allerersten Mal mit der großen Pulle, glaube ich, Alter. So, let's go. 100. Boah, der zündet aber spät den Boost, Alter. Oh, 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 oh. Boah, Digga, die kam. Wir sind auf 300 gekommen damit. Jetzt haben wir erst die 360 erreicht und jetzt ist die Brücke erst zu Ende. Hm. Okay. Komisch irgendwie. Der Boost war nicht so stark, wie ich gedacht hatte, muss ich sagen. So, und ihr seht schon, die füllt sich relativ langsam auf. Vielleicht können wir nochmal kurz gucken, wie schnell die sich wieder auffüllen. Jetzt ist voll. 37 Sekunden braucht die große Flasche. So, also so knapp über 50 Sekunden dauert es, bis alle Nitroflaschen wieder voll sind. Das bedeutet pro Flasche auf jeden Fall mehr als 10 Sekunden. Ist deutlich länger als bei der großen Flasche. Was aber hier cool ist, muss man halt sagen, das kann ich am besten gleich nochmal im Rennen zeigen. Ich suche mir mal kurz eins aus. So, wir machen jetzt mal das Rennen Lichtstrahl hier. Ist mir auch ein sehr gutes Rennen, um auch Cash zu verdienen. So, und ich fahre jetzt einfach mal ganz normal das Rennen, so wie ich immer fahre. Ja? Und setze das Nitro auch einfach ganz normal ein, wie immer. Ja, zum Beispiel an der Stelle mache ich immer Nitro. So, und ich würde sagen, das machen wir auch dann gleich mit der anderen Pulle. Genau, wir fahren genau gleich. So, ihr seht, wir haben jetzt schon mal vier Stück verbraucht. Eine füllt sich gerade schon mal wieder auf. Ich habe aber noch eine volle, ja. Was eigentlich ganz cool ist. So, jetzt müssen wir mal wieder was einsetzen hier.
So, jetzt ist es komplett erstmal leer. Also ich habe auch einen Perk, ja, unten rechts, wo die 1 steht, dass einmal die Nitroflaschen komplett aufgefüllt werden können. Aber das setzt mir natürlich jetzt nicht ein zum Vergleich. So, jetzt haben wir alle Nitroflaschen aufgebraucht und ich bin zu blöd, die Kurve zu fahren. Okay, die. Egal, wo fährst du hin? So, ich würde sagen, wir fahren aber nur eine Runde hier. Zack, eine Runde Ende. Jetzt wechseln wir mal auf Voll-Nitro. So, nochmal denselben Bums. Jetzt mit einer großen Nitro-Flasche. Die Größe, die man einbauen kann, die man haben kann. Ultimativ. Und ich versuche einfach mal genauso zu fahren wie immer. Also hier ist schon mal safe. Hier müssen wir drücken. Also der, wenn der Boost reinkickt, dann kickt der aber auch echt richtig gut, ne? Habt ihr gesehen, Leute? Wir sind jetzt schon Erster. Bei dem Rennen gerade war ich jetzt ungefähr Zweiter. Und an der Stelle war ich ungefähr schon hinter dem Ersten und habe ihn ungefähr hier überholt. Ja, ich bin aber jetzt schon die ganze Zeit Erster. Ja, also der erste Boost ist schon mal echt ganz geil. Nur du kannst halt jetzt keine Nitro einsetzen gerade, ne? Also jetzt zum Beispiel würde ich gerne nochmal eine drücken. Oder spätestens nach der Kurve, weil da ist echt wieder ein bisschen gerade. So, die Flasche ist voll, wir drücken. So, Flasche noch nicht mal halb leer. Ich muss jetzt bremsen, weil eine Kurve kommt. Das ist dann nicht geil, ne? Das ist dann echt nicht geil. Tja, schwierig, Leute, schwierig. Eine Runde Ende. Okay, gehen wir erstmal raus. So, und ihr habt schon gesehen, bei der Strecke geht das eigentlich ganz gut, ne? Also bei der Strecke sind viele Geraden dabei, wenige Kurven. Da kann man schon ganz gut mit der großen Flasche arbeiten, finde ich. Ja, vor allem, man ist direkt am Start weg. In der ersten Gerade waren wir schon direkt Erster. Das ist schon ganz geil, ne? Also da konnten wir jetzt mit den mehreren Pullen nicht so schnell mithalten. Das heißt, der Boost, der kickt schon auf jeden Fall. Also die Flasche braucht ein bisschen, bis die kommt, ne? Das ist irgendwie komisch. Also ich drücke X und dann passiert erstmal gar nichts. Und auf einmal kickt der dich richtig weg. Alter, man sieht ja, wie klein das Auto wird. So, Achtung, ich drücke jetzt. Jetzt kommt der Boost. Richtig spät, ne? Und dann seht ihr auch, wie klein der Wagen ist. Oh, jetzt hat er abgebrochen, weil ich einen Crash gemacht habe. So, wir machen nochmal ein anderes Rennen. So, jetzt haben wir nochmal eine andere Strecke. Eine bisschen, eine kleinere Strecke. So, und wir fangen jetzt mal mit der großen Nitroflasche an, ja? So, jetzt würde ich schon mal drücken hier, weil es immer schöne Gerade. Da kommt eine scharfe Kurve. Digga, ich muss heftigst... Alter, komplett durch die Mauer. Die Nitroflasche war erst halb leer und ich musste heftigst bremsen. Ich habe die Kurve gar nicht gekriegt. Nicht sehr geil. Das ist halt echt scheiße dann, ne? Wenn du so eine kurze Gerade nur hast und du dann direkt wieder eine Kurve hast, die auch relativ scharf ist, ja, dann stehst du da mit deinem Boost, ne? Ist ein bisschen blöd. So, jetzt braucht er erstmal wieder, um sich aufzufüllen, da seine knappen 40 Sekunden. Hier hätte man jetzt schön nochmal boosten können, aber ist noch nicht voll geworden, das Ding. Jetzt ist voll die Pulle, wir haben eine gute Gerade. So geht's, ne? So geht's, so sollte erstmal reichen, eine Runde. So, jetzt mit der kleinen Flasche mal gucken. Das setzt die meisten schon immer relativ früh ein, ne, nachdem der Wagen so ungefähr im dritten Gang Grip hat. So, schon die zweite hier. Einfach ganz normal, ne? Kann man halt immer richtig geil dosieren. Und weil die halt auch schnell weg sind, bist du meistens bis zur Kurve die Flasche immer los. Ihr seht's ja selber. Kann ich die ganze Zeit immer schön nach der Kurve rausbeschleunigen. So, jetzt kann man hier auch wieder schön boosten. Und jetzt hier auf der Geraden direkt nochmal zwei Pullen verballern. Und die dritte ist gerade voll, kann man noch hinterher kloppen.
Perfekt, Digga. Ich glaube, ihr merkt den Unterschied, oder? So, wir gehen nochmal raus. So, Leute, eine Sache noch, wo das auf jeden Fall schon mal gar keinen Sinn macht. Ja, weil es vielleicht auch nochmal gefragt wird. Ich habe jetzt hier zwar gerade kein Driftauto, aber ist ja egal. Bei einem Driftrennen, Leute, da ist natürlich völlig klar, da macht ja gar keinen Sinn, eine große Nitroflasche einzusetzen. Weil du bist ja, du hast ja, die Driftrennen sind immer kurvig. Und da macht es ja überhaupt keinen Sinn, ne? Also das ist wirklich völliger Schwachsinn. Wenn ich jetzt mir vorstelle, eine große Pulle zu haben, da wüsste ich gar nicht, wann ich die einsetzen soll. Ne, geht eigentlich gar nicht. Ja, so kann man jetzt wenigstens mit den Flaschen nur einmal kurz rausbeschleunigen. Wenn man mal eine Gerade hat oder so. Wobei man die natürlich auch versuchen sollte, irgendwie zu driften. Also da brauchen wir schon mal gar nicht drüber reden. Das ist eigentlich eine eindeutige Sache, würde ich sagen. So, gehen wir jetzt auch wieder hier raus. Ja, Leute, ihr habt es, glaube ich, schon gesehen. Also es macht eigentlich fast nie Sinn, eine große Nitroflasche zu haben, ja. Also, bei dem ersten Rennen zum Beispiel, okay, kann man sagen, ja, da macht das schon irgendwo Sinn, ne? Weil da hat man so ein paar schöne Geraden, wo man dann richtig boosten kann, vor allem direkt am Anfang die Gerade, ne? Da bist du halt mit dem ersten Nitro direkt auf den ersten Platz. Und wir haben auch gesehen, mit den kleinen Pullen, da hat es ein bisschen gedauert, um auf den ersten Platz zu kommen, ja. Macht also nicht so viel Sinn. Also, man könnte sagen, die große Flasche macht eigentlich fast nie Sinn. Ich schaue jetzt gerade noch mal, wie das hier im Oval aussieht. Ob das hier vielleicht einen Sinn ergibt. Kann ich mir aber irgendwie auch nicht vorstellen, ne? Weil jetzt kann man schön auf der Geraden hier boosten. So, aber jetzt haben wir wieder eine Gerade und wir haben, die Flasche ist noch nicht mal halb voll, ne? Ihr seht, ist nicht so geil. Also, wo es auf jeden Fall auch keinen Sinn macht, haben wir im zweiten Rennen auch gesehen. Bei kleineren Strecken, wo man wirklich sehr viele Kurven hat, ne? Also, das ist völliger Quatsch, mit einer großen Nitroflasche da anzutanzen. Weil du drückst das Nitro und wenn die Kurve kommt, bist die Nitroflasche erstmal halb leer. Oder die Nitroflasche ist erst halb leer. Ja. Und dann musst du aber so heftig abbremsen, dass du noch durch die Mauer fliegst. Hat man auch gesehen. Guck mal, jetzt kann ich jetzt erst wieder zünden hier. Also ich finde es eigentlich schöner. Oh, scheiße. Ich finde es eigentlich viel, viel schöner und macht auch irgendwie viel mehr Sinn, wenn man mehrere Nitroflaschen hat und man kann die dann schön dosieren, ne? In dem Spiel hier ist es leider echt so, du musst die ganze Flasche verbrauchen. Du drückst X und du hast die ganze, du musst, die ganze Flasche wird leer gemacht, ja? Sonst war es zum Beispiel bei Payback oder bei anderen Spielen auch immer so, du konntest Nitro selber dosieren, ja? Du hast X gedrückt gehalten und wenn du losgelassen hast, war das Nitro weg. So. Finde ich eigentlich besser, anstatt dass man jetzt immer die ganze Flasche verbrauchen muss hier. Ja, ihr habt gesehen, ich konnte jetzt zweimal einsetzen. Und jetzt war sie gerade fast voll, erst vorm Ziel. Schade. So, Leute, also für mich auf jeden Fall eindeutig, wenn ihr euch hier eine Flasche kaufen wollt, und ihr seid auch nicht so weit im Spiel, ne? Also die Ultimativen kann man gar nicht kaufen, die kriegt man freigeschaltet. Wenn ihr euch hier irgendeine kaufen sollt und ihr müsst euch entscheiden, nehmt auf jeden Fall, egal was ihr macht, ob ihr jetzt ein Offroad-Rennen macht oder ob ihr jetzt ein Drift-Rennen machen wollt, bei Drift sowieso, ne? Oder ob ihr halt ein normales Rennen macht, nehmt safe die kleinen Nitroflaschen, ja? Ich sag euch jetzt schon mal eine Sache vorab, wo es eventuell doch Sinn machen würde, eine große zu nehmen, immer. Nämlich bei Drag Races, ja. Es gibt aktuell noch keine Drag-Rennen in dem Spiel, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es bald mal reinkommen wird. Und da könnte schon Sinn machen, einfach eine fette Pulle zu haben, weil die Drag-Rennen sind meistens nicht lang. Und da wäre der Boost schon ganz geil, weil wir haben am Anfang gesehen, der Boost kickt, wenn er kommt, richtig hart. Du bist echt schnell auf Beschleunigung, ja. Aber es ist halt scheiße, weil du, wenn du eine kurvige Strecke hast, macht es keinen Sinn. Es braucht halt einfach viel zu lange zum Auffüllen wieder, ne? Schreibt mir aber mal in die Kommentare, was ihr für eine Nitroflasche benutzt. Würde mich auch mal interessieren. Nehmt ihr eher eine kleine, mehrere kleine oder eine große? Schreibt es mal gerne rein. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein, macht's gut, euer Zocker. Ciao.